Wir wollen die krasseste Survival-Stadt aller Zeiten bauen. Und da wir schon ein paar Survival-Städte gebaut haben, zeigen wir euch hier Schritt für Schritt, wie wir das Ganze planen und umsetzen. Das erste und wichtigste Gebäude der ganzen Stadt ist das Konzil. Zumindest war das Konzil die historische Vorlage für das Gebäude. Bei uns ist es ein Ankaufshop. Wir kaufen da drinnen Baumaterialien in großem Stil an. Die Spieler haben einen relativ weiten Laufweg hierhin, aber durch das, dass wir den Shop so durchgeplant haben, mit tollen Preisen und ordentlich Werbung dafür gemacht haben, hoffen wir, dass die Spieler trotzdem zu uns hinkommen, auch wenn andere Städte einen kürzeren Laufweg hätten. Dadurch müssen wir nicht das Material holen gehen, sondern die Leute kommen zu uns und liefern es uns direkt vor die Haustür. In der oberen Etage des Gebäudes haben wir eine große Lagerhalle, wo wir die ganzen Rohstoffe bunkern, und erst wenn wir die Rohstoffe zusammen haben, beginnen wir damit, ein neues Haus zu bauen. Das komplette Tutorial zu diesem Gebäude verlinke ich euch in den Kommentaren.